Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club mit Rainer Weckwerth und Thomas Thiemeier. Thomas, was gibt's heute? Die Reise führt uns nach Schottland, wie man unschwer erkennen kann, und zwar zu einer Destillerie, die wir sehr, sehr ins Herz geschlossen haben. Die wir sehr lieben. Oh ja, die Arran Brennerei auf der gleichnamigen Isle of Arran. Hier kurz auf der Karte, da unten liegt sie. Gibt es noch gar nicht so lange, ich glaube, diese gibt es jetzt 15 Jahre, oder wie lange gibt es die? 1995 hat sie. Ah, okay, dann sind es ja bald 20 Jahre. Ja, ja, genau. Einzige Brennerei auf der Insel und hat bisher tolle Sachen produziert. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Vor allen Dingen ungewöhnliche Sachen. Ja. Die experimentieren ziemlich viel mit Fässern rum. Genau. Und jetzt haben sie sich entschlossen, auch einen torfigen Whisky rauszubringen. Ja. Wobei, den torfigen Whisky gibt es ja schon seit 2010. Aber jetzt gibt es ihn auch in Fassstärke. Der ist jetzt in diesem Jahr brandneu rausgekommen. Und zwar heißt der Whisky Macri Moore, ich glaube ich. Oder Macri Moore. Sonst bleibst du mir halt stehen. Nach Japanisch kannst du auch Gälisch? Nicht wirklich. Macri Moore ist, um das ganz kurz zu sagen, auf der Isle of Arran ein bestimmtes Heidegebiet, Moorgebiet, wo angeblich früher der Sagenkönig Fingal gelebt hat. Und da stehen so megalithische Steine rum, also so Hinkelsteine. Man kennt sie aus Asterix. Ne? Und angeblich hat der Fingal da seinen Hund Bran angebunden an einen dieser Steine. Und deswegen seht ihr hier diesen Hund vorne auf der Dose. Aber ich finde das immer toll, wie du das sagst. Man hat richtig Bilder vor sich. Was machst du beruflich? Du, ich bin ja Zahnarzt. Hast du ihn noch nie geoutet? Immer wenn ich zu Hause bin, denke ich mir so Geschichten aus. Ja, genau. Nein, aber es war richtig bildhaft. Also das ist jetzt mal ein Experiment. Ich blende hier mal einmal ganz kurz die Playlist von unseren bisher getesteten Arran-Videos ein. Und da werdet ihr schnell feststellen, die haben bisher nur ungerauchte Whiskys gemacht. Und das ist jetzt der allererste rauchige. Was ja nicht so wahnsinnig verwunderlich ist, zumal die ja in unmittelbarer Nachbarschaft da zu der Insel Eiler liegen. Ne? Und auch Torf haben. Und torfige, gerauchte Whiskys verkaufen sich einfach nochmal gut. So. Was auffällt, die Flasche ist sehr schwarz, sehr dunkel. Komm mal nach vorne. Oh ja, mach du das mal. Das ist toll, dann kann ich nämlich sitzen bleiben. Ich zeige euch erstmal die sehr schöne Metallkasse, ja, in der ausgeliefert wird. Die Dose ist wirklich hübsch. Und das ist halt wirklich, die silberne Dose ist für die Fassstärke und ich glaube, die Normalstärke mit 46% hat so eine braune Dose oder so. Und wie Rainer schon sagt, eine sehr, sehr dunkle Flasche. Die mich eigentlich mehr an gute Rotweine erinnert. Und warum ist die wohl so dunkel? Wahrscheinlich ist der Whisky wieder sehr hell. Das haben wir doch gelernt. Ich glaube auch, weil was bei diesem Whisky natürlich gleich mal auffällt ist, da steht keine Altersangabe drauf. Das wäre meine nächste Frage gewesen. NAS, sage ich das nur. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil Arran ist da eigentlich noch so, dass sie ihre Alter draufschreibt. Also, das war ja klar. Also, ne? Da je dunkler die Flasche, desto heller der Whisky, brauchen wir gar nicht fragen. Wobei, ich muss Arran ein bisschen in Schutz nehmen, Arans Whisky sind immer relativ hell. Ja. Die sind nicht dunkel. Genau. Und zwar, weil die, glaube ich, obwohl, färben sie nicht. Also komm, wenn es so hell ist, dass nichts gefärbt, was willst du denn? Dann ist es ja vorher durchsichtig gewesen. Natural Color, non-chill filtert, sagt alles. Also, deswegen ist das so hell. Klare Sache. Finde ich gut. Ist ein moderner Whisky. Das ist einfach. Ja, aber warum stehen sie nicht zu ihrer Farbe? Warum verpacken die jetzt immer in dunkle Flaschen? Ja, wahrscheinlich, weil die Käufer schon davon abgeschreckt werden, wenn da irgendwie was Helles drin ist. Und denken, ach, das kann ja nichts sein, ist hell. Ach so, Junge. Und ist totaler Quatsch. Da geht's ja schon los. Riecht wie ein Octamore, wenn du mich fragst. Aber für mich riecht alles, was torfig ist, wie ein Octamore. Wir probieren bald mal ein Octamore. Ich hab's schon mal probiert. Der mit den höchsten Rauchanteilen. Ja, ja. Der war sehr fruchtig. Wenn man den Rauch bekämpft hatte, den torfigen, dann der. Der hier ist allerdings auch fruchtig. Du musst natürlich das nicht vergessen, das ist Fassstärke. Ne? Der ist jetzt abgefüllt mit 58% irgendwas. 58,4%, also das ist, den muss man wahrscheinlich ein bisschen runter verdünnen oder man muss ihn runter verdünnen. Ich habe ihn ja schon mal probiert. Ich werde das auch machen. Und dann wird auch der Rauch ein bisschen abnehmen, ein bisschen dezenter werden. In diesem Fall bin ich auch bereit, ein bisschen genau reinzuschütten. Ich hoffe, dass du ihn jetzt nicht verbessert hast. Ah, ganz bestimmt nicht. Sonst schieße ich dir nochmal nach. Du bist so ein Freund. Kann ich mir noch nicht. Hatte ich schon erwähnt, dass dieser Whisky auf 6000 Flaschen limitiert ist
Und ich hoffe, dass wir das Video jetzt relativ zeitnah hochladen, weil diese Flaschen sind ruckzuck im Verkauf. Also die gehen aber bald schnell weg. Ist aber bei Aaron generell so. Ja. In Aaron Whiskys. Ja, ja, ja. Besonders halt, weil es der erste einer Reihe ist. Ne? Das ist jetzt die First Edition von diesem Cask Strength. Wir haben auch den Millennium. Ah, oh, der war so lecker. Der war auch galaktisch. Ne? Der war super. Ja. Wobei ich dir recht gebe, der Topf tritt jetzt im Hintergrund. Jetzt kommt und jetzt wunderschöne Frucht, ne? Zitrusfrüchte. Ganz tolle Zitrusfrüchte, finde ich auch. Ausgebaut in Ex-Bourbon-Fässern. Nimmt man ganz leicht wahr, ein leichter Vanillegeruch ist dabei. Ja. Aber ich finde eher, dass zum Beispiel Ananas und Zitrone. Ja, wunderbar. Und er ist mit 20 ppm auch wirklich auf der unteren Rauchschiene. Also er ist relativ zart. Der macht mich jetzt neugierig, Thomas. Komm, na dann, lass ihn probieren. Das probieren wir mal. Ey. Hat eine tolle Süße, finde ich. Der ist brutal. Da ist alles drin. Gell? Also ich finde auch, der ist dermaßen komplex. Ich vermute mal, ich weiß es ja nicht, wie alt er ist, aber ich vermute mal 7-8 Jahre, so um die Dreh rum. Und dafür ist der wunderschön komplex. Aber der ist unheimlich süß. Hätte ich gar nicht so erwartet. Das ist, kannst du dich an die... In unserer Kindheit gab es immer so Obstkonservendosen. Ja. Oder Gläser, wo dann die Oma aufgemacht hat und du hast es dann als Nachtisch in die Schüssel. Genau. So schmeckt der. Genau, so ein bisschen Fruchtsirup. Ja, und natürlich ist der auch schon ziemlich stark. Ja. Der Torf. Das ist so der erste Eindruck, weil man das kennt man von Aaron. Ja, nicht der erste Eindruck, ich habe ihn immer noch auf dem Mund. Was? Ja. Auf der Zunge. Du bist da einfach abgehärtet. Mhm. Ich als Nicht-Torfler. Aber auch da geht er wieder... Beim zweiten, dritten Schluck tritt er immer weiter in den Hintergrund und diese wunderbaren frischen Früchte kommen durch. Also ich habe auch Aprikosen hier und Nektarinen. Alles, was süß ist, kannst du da drin vermuten. Von den Bourbon merke ich jetzt nicht mehr so viel, nur so ein bisschen im Beiklang. Ja, also er hat nicht, viel Eiche kommt da nicht rüber. Also das, wenn überhaupt, ganz, ganz bisschen Nussaroma so am Abgang. Der Abgang ist auch nicht wahnsinnig lang. Nee, bestimmt. Der Torfgeschmack. Kurz bis mittel. Genau, es bleibt so ein ganz zarter, leichter Rauch. Sonst eigentlich nichts. Aber ich finde ihn, jetzt beim zweiten Schluck ging es, aber der erste Schluck war sehr süß. Ja, 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 ja. Das hat schon fast was Likörartiges. Also ich glaube, dass Fans von Torfwhiskys den mögen werden. Absolut. Vor allen Dingen, es ist nicht zu vergleichen mit den Isla Whiskys. Die haben es geschafft, da wieder irgendwie was ganz Eigenes reinzubringen und was ganz typisch Aaron-mäßig ist. Ja, ich finde einfach, der Rauch ist milder. Ja, ja. Das weiß ich, was sie da machen oder wie sie es machen. Er ist gegen den Torf anders brennt. Er ist etwas kräftiger jetzt beispielsweise als bei einem Highland Park, finde ich. Aber längst nicht so stark und phenolisch wie bei Lafroy oder Lagavulin oder wie sie alle heißen, sondern... Tolle Balance. Irgendwo hat er so dazwischen so sein Plätzchen gefunden. Und ich hoffe, dass es den auch noch in der zweiten und dritten Edition geben wird, weil den würde ich mir bestimmt wieder nachkaufen. Ich glaube, dass Aaron-Fans sowieso begeistert sein werden. Ja, ja, sowieso. Die haben wahrscheinlich auch darauf gehofft, dass Aaron mal was Rauchiges rausbringt. Gut. Ja, dann lassen wir die Stifte quietschen. Ja, mit dem Zettel. So. Ich glaube, du gibst weit mehr wie ich. Ja, ich muss weit mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich tendiere dazu, in meiner Begeisterung immer zu hoch zu bewerten. Ja, aber ich sag's gleich. Erstens mal kommt die Einschränkung bei mir mit dem Torf ein wenig und dann, wie gesagt, ist er mir fast zu süß. Ich habe 88. Ja, und ich habe 89. Echt? Ich hätte gedacht, dass du über die 90 gehst. Nee. Also es ist, man darf nicht vergessen, er ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Der kostet jetzt so, wie er da steht, in Fassstärke, ich glaube, so um die 50 Euro, wenn man ihn noch kriegt. Das ist das Problem, wenn man ihn noch kriegt. Aber es ist kein qualitativ wahnsinnig hochwertiger Whisky, der jetzt locker mal die 90 sprengen würde oder so. Das nicht. Aber eine tolle Sache und wieder mal irgendwie eine Bestätigung für mich, dass so die Brennereien, auf die ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesetzt habe, so Brennereien wie Highland Park zum Beispiel, dass die so langsam in den Hintergrund treten und ich solchen Brennereien den Vorzug gebe. Oder Glentronach. Ben Riach, Glendronach. Die haben uns doch alle überrascht. Aaron, was haben wir noch Tolles? Balvenie, sowieso. Balvenie, ja.
Das sind mittlerweile so Dinge, da setze ich jetzt ein bisschen mehr drauf. Die machen auch nicht so viel Marketing-Schnickschnack, sondern die produzieren gute Whiskys und trauen sich mal was. Tolle Sache. Also, ja, in dem Sinne weiter so. Das wollte ich gerade sagen. Ah. Hast du es wieder gesagt? In diesem Sinne. Verdammt, jetzt höre ich auf damit. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Probiert den Whisky aus. Und ich würde sagen, Thomas, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.